Zum dritten Mal bin ich nun hier in Ostgrönland. Schnee, Eis, Stürme. Die Gegend hat mich in ihren Bann gezogen, nicht zuletzt wegen Robert Peroni, einem guten Freund, der diesen Ort vor vielen Jahren nach einer waghalsigen Expedition quer durch Grönland als neue Heimat wählte. Robert hat einen Traum. Noch einmal möchte er eine Expedition aufs Inlandeis Grönlands wagen. Ein Versuch, den weißen Horizont ein letztes Mal zu sehen. Doch sein Gesundheitszustand ist schlimmer, als ich befürchtete.